Ja, aus der gesamten Kampagne, die wir aufgesetzt haben mit BloggerCamp TV, haben wir natürlich unheimlich viel Kompetenz selber erworben im Thema Streaming. Nicht nur für das Format, was Google anbietet mit Hangout on Air, sondern generell, was Livestreaming anbelangt. Wie kann man es einsetzen? Was kann man für Formate entwickeln? Welche Technik benötigt man? Welches Budget? Und aus dieser gesamten Recherche und aus den vielen Diskussionen ist dann ein Workshop-Konzept entstanden, wo wir von der redaktionellen Seite Dinge beleuchten, also wie baut man Geschichten auf, ja, zum Beispiel eine Sache mit Landwirten, die über Cloud Computing geredet haben, wo der eine dann bei Q20 dann sein Smartphone in der Gülle verloren hat, bei der Trächtigkeitsüberprüfung, und seine Daten sah er schon verloren, aber prüfte dann und sagte, ja, nee, in der Cloud waren die alle schon abgespeichert, mir ist scheißegal, ob die USA weiß, was Q34 macht. Und diesen Faktor, diesen Effekt Q34, den versuchen wir im ersten Teil unseres Workshops zu vermitteln. Dann kommt ein technischer Teil, wo wir die Gerätschaften vorstellen. Und dann kommt der praktische Teil, aus der Praxis für die Praxis, wo die quasi Videos produzieren müssen. Es ist eine Streaming-Revolution. Wir nennen es bewusst Streaming-Revolution. Wenn du dich mal da erinnerst, wie Live-Berichterstattung normalerweise im Fernsehen läuft, mit Ü-Wagen, mit Riesentechnik, mit Riesenaufwand, mit Riesenbudget, was du einsetzen musst, das kannst du jetzt für null. Zumindest für den Standard, den du dann wirklich umsetzen kannst bei der Qualität, den eben Google Hangout on Air bietet mit 84p. Und wir sagen dann immer quick and dirty, sei schnell und nutze die Situation, nutze auch die Situationskomik manchmal, auch sag mal diese Q34, dieser Q34-Effekt oder das Smartphone in der Gülle. Wenn du da dieses Kopfkino anschaltest und diese Geschichten daraus entwickelst, können selbst Unternehmen und Landwirte super Sachen machen. Ja? Und dann kommt noch dazu, dass die Geschichte on demand noch zur Verfügung steht, eben weil es als Aufzeichnung bei YouTube vorliegt. Ja? Und wer das mal nicht ausprobiert, ist selber schuld. Ja? Also ich würde das noch nicht mal sagen. Ich glaube nur, dass sich die Diskussionskultur auch völlig verändert. Du wirst das selber wissen, als wirklich guter Videoblogger, dass das Bewegtbild immer wichtiger wird. Ja? Und dass so Dialoge immer wichtiger werden, auch zwischen Unternehmen und Kunden. Ja? Der Netzwerkeffekt danach, da es ja asynchron auch noch zur Verfügung steht als Aufzeichnung, der ist immens. Der Journalismus ändert sich auch radikal. Bei meinen Recherchen nutze ich jetzt sehr, sehr gerne diese Hangout-on-Air-Interviews. Du hast zwei Effekte. Interviews, die du vorher nur als Audioaufzeichnung hattest, ne, entweder per Telefon oder im One-to-One-Gespräch gegenüber, hattest du auf Band, ja, und musst es abhören. Aber wenn du nur an den O-Tönen interessiert bist, ist immer Hangout on Air eine gute Methodik. Ich schalte auf den Schalter on Air und dann geht das Interview los. Ich habe danach für die O-Töne für meinen Artikel. Ich habe dieses Video auf YouTube sofort, um es einzubetten auf meinem Blog oder auf meiner Medienseite. Und auch die anderen, die dann an dem Thema interessiert sind, ich schreibe auch sehr viele Kolumnen für externe Medien, betten diese Videos dann auch ein. Also in BloggerCamp TV sind wir ja sehr experimentierfreudig. Und es heißt ja nicht umsonst BloggerCamp. Also dahinter steht natürlich auch Barcamp. Prinzip, ja. Wir werden in der nächsten Woche eine Bloggerin vorstellen, die andere Blogger an klassische Musik heranführen will. Eine sehr witzige Geschichte. Oder wir hatten schon eine Bierprobe im Bloggercamp, das war in der vergangenen Woche, wo wir ein Start-up-Unternehmen in Bamberg vorgestellt haben. Der hat uns natürlich vorher das Bier geschickt. Ne, wir haben darüber gesprochen, über die Stammwürze, über das Aussehen und wie das gebraut wird, wie das vermarktet wird. Im Übrigen, dieses Start-up-Unternehmen vermarktet vor allen Dingen in Indien und China. Gut gebrautes Bier aus der Bierhauptstadt Deutschlands, nämlich Bamberg. Die haben nämlich die meisten Brauereien in Deutschland an einem Fleck.